Hallöchen, ihr Lieben. Vorhin habe ich euch gefragt, ob ihr meinen Einkauf sehen möchtet. Und zwar, also es sind jetzt wirklich keine Wow-Produkte dabei. Und es ist jetzt, ich weiß nicht, wir probieren, ob euch das interessiert. Und wenn nicht, ist nicht so schlimm. Also, weil ich weiß nicht, ob das Video jetzt gerade richtig ist. Ich muss meine Kamera nochmal kurz verstellen. Entschuldigung. Ja, aber es fragen immer so viele in Privatnachrichten, ja, was kaufst du immer so ein und zeig doch mal die normalen Sachen und nicht nur deine Aufgebraucht-Videos, vielleicht auch ein paar Haushaltsartikel. Von daher, wir probieren das jetzt und wir gucken mal, ob ich das nochmal mache, okay? Also von daher, let's start. Schön, Deutsch und Englisch, naja, er kennt mich ja. So, erstmal, ich zeige es jetzt trotzdem, ich zeige meinen ganzen Einkauf, ist mir voll egal, auch wenn das jetzt echt dämlich ist. Eine Packung Jumbo Pack Pampers. So, wie spektakulär. Es geht weiter mit Kaninchenfutter. Ganz normales Kaninchenfutter. Denn Rossmann hat jetzt gerade wieder Angebotswochen. Also ich liebe das ja bei Rossmann wirklich, wenn die diese knistert. Wenn die diese Angebotswochen haben, ich finde das so cool. Echt, also irgendwie kriegst du da so Schnäppchen immer. Ja. Dann geht's weiter mit meinen allerliebsten. Also das ist wirklich, na deshalb könnte das Video vielleicht auch interessant sein. Weil das ist jetzt echt ein Tipp. Und zwar, ich habe ja immer eine Laufnase und wer mich kennt beim Arbeiten, der weiß, dass mir gerade beim Arbeiten extrem oft meine Nase läuft. Und ich ja auch gegen alles allergisch ist, was blüht. Und deshalb bin ich die Fachspezialistin in Taschentüchern. Und zwar in den Taschentücherboxen. Ich habe alle ausprobiert, ich schwöre es euch. Und die allerbesten Boxen, die habe ich schon benutzt, obwohl ich noch kein Kind hatte, sind die wirklich mit den Aloe Vera Dingsbums Dings und die vom Baby Dream. Und zwar sind da 90 Stück drin, kosten 99 Cent. Ja, heute gab es noch 20% Rabatt. Warte mal, ich habe doch noch einen Kassenzettel. Muss ich mal schätzen. Ba. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ach ja, guckt mal, 79 Cent. Es sind 90 Tücher drin, die sind ultra dick, die sind schön stabil, also, und tun nicht weh, also die sind echt toll. Diese anderen Boxen, diese kleinen viereckigen, die Tücher sind ja sowas von dünn, das ist echt scheiße in meinen Augen. Also wenn ihr auch Schnuffel... Ich habe fast in jedem Raum so eine Schnuffelbox stehen. Also mein Freund, der fand das am Anfang früher mal echt dämlich. Da hat er mir gesagt, du und deine Schnuffelboxen, ey, ist ja auch eine richtige Meise. Und jetzt, wenn die Schnuffelbox alle ist und ich die vergesse hinzustellen, guck doch noch, wo ist die Schnuffelbox? Wo ist die Schnuffelbox? Also, ja, wir sind eine Familie, wir lieben Schnuffelboxen und... Entschuldigung. Und auf jeden Fall, also wenn ihr auch Schnuffelboxen liebt, dann probiert mal die von Rossmann. Die sind echt toll. Aber nur die mit Aloe Vera, nicht die blauen, nur die grünen. Ja? Okay. Dann geht's weiter mit der Zahnpasta, die ich euch erzählt, von der ich euch erzählt habe, diesen Aktivschaum. Absolut total toll. Ich liebe diese Zahnpasta. Es schäumt wie verrückt. Die schmeckt nach Minze halt. Ja, Zahnpasta halt. Ich mag die sehr. Ich finde die wirklich super. Eine Sache musste ich jetzt schon auspacken, weil ich es reinmachen musste. So. Und zwar habe ich so ein Brita-Filtersystem. Ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt. Und ich habe so einen Wasserkocher davon und ein normales Wassersystem, also so ein Wasser, so eine Wasserkanne. Und ich kaufe nicht die von Brita, sondern ich kaufe die von Rubin und ja, halt Filter, Wasserfilter. Genau, ich muss gucken, dass das hier nicht umfällt. Dann habe ich gekauft, weil, ach ja. Und zwar, ich bin ja, wer es noch nicht weiß, ich liebe ja Lidl. Wir sind ja immer bei Lidl einkaufen. Und ich habe letztens meine Wattepads vergessen. Schlecht, weil wir gehen nur einmal die Woche einkaufen. Und daran halte ich mich sehr, sehr streng. Ist ja gut, weil dann habe ich noch einen Grund, zu Rossmann zu gehen, dachte ich mir heute. Und deshalb habe ich es heute nochmal mit diesen Wattepads ausprobiert. Und zwar muss ich kurz was gucken. Das sind die ganz normalen, die waren jetzt gerade im Angebot. Einen für meinen Laden, einen für zu Hause. Und ich mag ja eigentlich wirklich nur die von Lidl, weil die gepresst sind. Aber ich muss euch wirklich sagen, die haben A, das Design verändert. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die haben auch die Wattepads verändert, weil die jetzt schon in der Verpackung nicht mehr so fusselig aussehen. Und ich habe Husten, Mist und Mistomalblock-Müllmaschine, sagt die Diona Luz immer. Kennt ihr Diona Luz? Das ist so ein Trickfilm, da sagen die immer Mist und Müll.
Mist- und Malblock Müllmaschine. Ein anderes Wort für Scheiße. Toll. Und was ich aber immer benutze, sind die Peeling Pads von Lilibe. Und zwar, ich schminke mich ab. Das hatte ich euch, glaube ich, leider Gottes nicht in mein Hautvideo erwähnt. Da hatte ich von Wattepads gesprochen, weil das für mich halt jetzt, ja, es ist für mich normal, deshalb vergesse ich das dann. Aber ich benutze mein Gesichtswasser wirklich immer mit diesen Peeling-Pads. Da sind so ganz kleine Peeling-Perlen drin und die merkst du wirklich, wenn du dich noch abschminkst. Und ja, wie gesagt, man bekommt ja trotzdem immer noch ein bisschen Schmutz von der Haut und da benutze ich dann immer die von Rossmann. Genau. Oh, es tut mir so leid. Dann, kein Kommentar, oder? Ne? Meine Abschminke. Wer benutzt sie alles? Wer liebt sie so wie ich? Ich finde es so toll, ehrlich. Ja, ich muss mal kurz was nach vorne ziehen, weil jetzt geht's weiter mit Feuchttücher für die Handtasche. Die habe ich auch schon vorher benutzt, wo ich noch kein Kind hatte, weil die einfach toll sind. Die sind mit Calendula, die riechen gut und die schmieren nicht. Also, ja, die mag ich. Dann meine Lieblingsbonbons, habe ich im letzten Video schon gezeigt. Ich lutsche die echt sehr gern, aber wie gesagt, durch meine Zahnspange. Bisschen blöd. Dann eine neue Zahnbürste für die Leni, eine Bärchenzahnbürste. Das ist die beste Zahnbürste, angeblich, für kleine Kinder. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Vergleich, ich habe jetzt halt die gekauft, weil sie die beste ist. Ja. Aber die ist so süß, die ist pink und die kleine Bürste und die ist ganz weich. Ja, dann bin ich gespannt. Und zwar habe ich habe ich einen Tipp bekommen. Das wollte ich sagen. Und zwar zu diesen Mr. Muscle Caps. Kapseln. Super aktiv Kapseln. Ich weiß nicht. Die sollen super, super toll riechen. Ich wollte leider die pinken, aber die gab es nicht. Da habe ich die blauen genommen. Toll. Aber die sollen echt, echt, echt super sein. Ich bin gespannt. Ich kann es euch nur berichten. Also die sollen wirklich extrem lange riechen. Also der Raum soll lange im Duft bleiben. Der Duft soll lange im Raum bleiben. Von daher, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Dann gibt es jetzt noch Haargummis für Leni. Also wer Kinder hat, die vor allem Mädchen und die Zöpfe brauchen, also Haargummis. Keine Ahnung, wie oft ich Haargummis kaufe. Die kommt immer ohne Haargummi nach Hause oder mit einem extrem alten Haargummi oder mit so einer riesen Haarspange, so auf den kleinen Kopf. Ich weiß nicht, das ist, ja. Also Leni hat nie, wenn die nach Hause kommt, ihre Haargummis vom Früh drin. Immer irgendwelche anderen Haargummis. Und ich kaufe immer wieder neue. Toll, naja. Okay, ich muss nochmal husten, es tut mir echt leid. Also, irgendwie, naja. Dann habe ich was rausgefunden. Ich weiß nicht, ist jetzt nichts Spektakuläres, aber es gibt doch diese Dolodobendan, diese Halsschmerztabletten. Ihr merkt, ich beschäftige mich gerade nur mit Halsschmerzen und Husten, ja, toll. Und dann gibt es Dolodobendan und Neoangin und sowas. Es gibt jetzt von TT Sept, war das von TT Sept? Nee, von Klosterfrau gibt es Anginetten. Die haben den gleichen Wirkstoff wie diese Neoangin und davon gibt es dann noch diese mit diesen Dexo blablabla, bla, bla, also das, was dieser Dolodobendan-Inhaltsstoff ist. Und die kosten nur 2,99 €. Die Dolodobendan kosten, glaube ich, 8 € oder 9 €. Von daher, schaut mal bei Rossmann, wenn ihr Halsschmerzen habt. Das sind echt dieselben. Nur ich habe jetzt die ohne diesen Inhaltsstoff genommen, weil ich halt nicht dolle Halsschmerzen habe. Immer nur so ein kleines bisschen so Hüsterchen und so ein bisschen, ne? Ihr wisst schon. Dann für meinen Freund, der hat ja jetzt kurze Haare, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht. Also doch, ich habe ja schon mal Bilder hochgeladen. Mein Freund hatte ja eigentlich immer so lange Haare und alles nach hinten gegelt. So schön Italiano-Style, ja? Und ich habe das ja so geliebt. Und auf einmal kam ihm einfach so ein Kopf, ich schneide mir jetzt die Haare ab. Ja, was willst du sagen, ne? Ich würde ja jetzt nie sagen, nein, machst nicht. Das sind ja seine Haare. Und wenn er darauf Lust hat, dann ja, soll er es machen. Und jetzt hat er echt kurze Haare, extrem kurz. Und ja, jetzt sind wir auf der Suche nach dem Gel, weil vorher war es halt einfach so, ein normales Gel hat gereicht. Von L'Oreal habe ich immer eins genommen und dann hat das hintergekämmt, dann hat das ja eh gehalten. Aber jetzt, ja, haben wir mal das probiert.
Und Gatsby hat gerade wieder, also von Schwarzkopf, diese Gatsby-Reihe, hat gerade wieder alles für 2,99 € im Angebot. Und ja, ich weiß gar nicht, wie macht man das denn? Ah, das stinkt nach Klo. Oh, nach Zitrone und also wie so ein Klostein. Oh, ich glaube, das wird er nicht mögen. Naja, auf jeden Fall hat das einen matten Effekt und soll deine Textur, deine Haarstruktur geben und ja. Aber es stinkt, nicht schön. Jetzt noch zu zwei Sachen, drei Sachen. Und es kommt noch einmal Schminke, keine Angst. Ja, Koala-Bären, ey, wir lieben die. Also Leni liebt die sowieso, ich liebe die auch. Und ja, Koala-Bären müssen einfach immer mit. Dann von Fahr, da habe ich heute das gekauft, weil es war im Angebot für 99 Cent. Und ich habe das früher mal benutzt, dieses Kokosbutter, nein, Kokosöl, Kakaobutter-Dingens. Und ich finde, oh, ich finde diesen Duft so toll. Das riecht so toll. Und ich hatte das jetzt echt lange nicht mehr, weil ich ja immer noch anderen Zeug hatte und von Lush und Aber für den Sport braucht ich jetzt auch ein neues und habe ich mir das gekauft. Und dann, ihr wisst ja vielleicht, dass man seine Haare natürlich pflegen sollte. Quasi mal mit Bier abspülen, wer das mag. Oder so wie ich das halt oft mache, eine Kokosölkur. Also quasi, dass ich mir wirklich Kokosöl, dieses Native, in die Haare schmiere und über Nacht einwirken lasse. Oder mit einem warmen Handtuch, etc. Und dann gibt es ja noch Ei. Ich habe mir auch schon mal Ei in die Haare geschmiert. Ja, habe ich wirklich. Natürlich, das glänzt super toll, aber wasch dir mal Ei aus dem Haar. Also... Und dann so lange Haare, wie ich sie jetzt habe, ist schon mal unmöglich. Von daher kaufe ich das nur, wenn es im Angebot ist. Und ich schwöre euch, ihr habt das ja noch nie in einem Video von mir gesehen. Höchstens einmal im Jahr. Also, weil das hält bei mir ewig. Und ja, von Ghoul das Ei-Cognac-Shampoo. Und für natürlichen Schwung. Und ich kann euch wirklich, 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 wirklich... also, ich kann euch das zu 100% empfehlen. Es riecht... nach Eierlikör. Es riecht wirklich nach Eierlikör. Es schäumt super cool. Ist ja wirklich in der Hinsicht toll. Du brauchst einen Mini-Tropfen und du hast mega viel Schaum. War im Angebot für 2,99 €. Also alles von Ghoul ist gerade im Angebot für 2,99 €. Und deine Haare sind danach wirklich komplett sprunghaft. Also die haben so ein... Na, wie schreiben die hier? Einen Schwung, natürlichen Schwung. Also die haben wirklich, das ist alles so leicht und locker und total toll. Und wenn man vorher dieses Tiefenreinigungsshampoo benutzt von Swissopar, ich schwöre euch, der absolute Oberwahnsinn. Von daher, ja, kann ich euch das echt empfehlen. Also ich liebe es, ich mag es wirklich. Aber wie gesagt, ihr habt es noch nie gesehen, von daher, ich mache es nicht oft und auch nicht jeden Tag. Also jedes Mal beim Haare waschen, sondern echt so alle zwei Wochen, keine Ahnung. Ich möchte mich da aber nicht so festlegen, weil es ja doch unterschiedlich ist. Aber ich liebe es. Und dann noch ein Tipp und den kann ich euch wirklich ans Herz legen, weil mich viele immer fragen wegen einem Bronzer oder wegen einem Highlighter. Ich habe einen Highlighter gefunden, der extrem günstig ist. Warte, ich muss kurz gucken. Der kostet 2,79 €, ist von Rivière de Loup, ist der Baked Highlighter. Spielt ein bisschen, aber ihr seht ja, Baked Highlighter. In der Farbe Moondust in 01, wie ihr sehen könnt. Das ist ein super, super Highlighter. Ich mache jetzt mal einen Swatch, also so sieht es aus. Ne? Und ich swatch euch das mal auf die Hand. Man sieht wieder nichts. Jetzt seht ihr es. Also hier, dieser Schimmer, oh ja, guckt mal, dieser Schimmer ist doch wohl der absolute Oberwahnsinn, oder? Also es ist ein super Highlighter, ihr könnt damit alles machen. Ihr könnt damit euer Auge, wenn ihr wollt, komplett highlighten. Ihr könnt das hier vorne benutzen, ihr könnt das unter die Augenbrauen benutzen, um dass die Augenbraue angehoben wird. Ich habe das heute hier drauf, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Na doch, ja, genau. also ich finde den optimal und man kann den auch, wenn man möchte, als kompletten Lidschatten benutzen, weil der ist so Roségold und ich denke einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist es echt super. Also Rivière de Loup Baked Highlighter 01 Moondust für 2,79 €, absolute Kaufempfehlung. Und jetzt noch eine Sache, weil ganz viele gefragt hatten, was ich immer für 10% Gutscheine meine. Ich meine die hier, habt ihr die nicht im Briefkasten gehabt? Die sind immer im Wochenspiegel, glaube ich, drin, also immer mittwochs. Also nicht immer, aber
Die gehen jetzt wieder für 4 Monate. Und ja, dann sind immer alle 4 Monate wieder neue drin. Und die könnt ihr, wie gesagt, auch beim Müller eintauschen. Ich weiß zwar nicht, in welchem Zusammenhang jetzt Rossmann mit Müller steht, aber es funktioniert. So, ihr Lieben, das war mein Einkauf von heute. Ich werde das Video jetzt ganz schnell minimal bearbeiten, also Voreinspieler, Nacheinspieler. Und dann hole ich meine Leni ab. Ja, genau. Ach so, noch was zum Gewinnspiel. Seid ihr wohl verrückt? Ich hätte nie gedacht, dass jetzt schon so viele mitmachen. Im Ernst, wirklich nicht. Also, ich freue mich total, aber ich finde es Wahnsinn. Ich finde es wirklich, wirklich Wahnsinn. Und ja, weil viele wissen wollten, wie ausgelost wird. Es wird ausgelost, indem eine ganz kleine Losfee durch den Raum fliegt. Nein, aber es wird eine ganz kleine Losfee geben und die wird dann den Namen ziehen. Genau, so läuft's ab. Und am 1. März, wie gesagt, bis 0 Uhr könnt ihr mitmachen. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Am liebsten würde ich es jetzt schon auslosen, weil ich bin ja so eine aufgeregte Biene. Ihr wisst ja, ich kann ja immer nicht abwarten. Und von daher, ja, genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Heute Abend könnt ihr an mich denken. Ich bin noch 90 Minuten beim Zumba. Ich werde mein Popöchen bewegen. Und ja, dann freue ich mich auf eure Kommentare und auf alles andere, was jetzt noch kommen wird. Ich hab euch lieb. Tschüss.